hier noch ein kleines Update. Also so ein großer Reed-Schalter, der funktioniert auch, aber eher schlecht als recht. Das sind jetzt hier irgendwelche alten gesammelten Werke. Und zumindest kurz geht's. Ja, und wenn dann hier auch eine bestimmte Voltzahl erreicht worden ist, fängt auch hier die Neonlampe mit an zu leuchten. Die hängt jetzt... Na? Jetzt. Komisch. Immer an einem ganz bestimmten Punkt geht sie dann an. Jetzt. Ja, das habt ihr ja nicht so richtig. Vielleicht braucht ihr auch so eine Art Zündspannung. Jedenfalls, hier sind jetzt zwei Spulen drauf gewickelt. Ja. Unten drunter die normale Spule, die den Reed hier befeuert und die Lampe zum Leuchten bringt. Und außen drauf nochmal mit dünnerem Draht und etwas mehr Windungen, eher so zündspulenmäßig, habe ich mir das gedacht. Ne? Hier der gemeinsame, bei mir haben sie einen gemeinsamen Plus hier. Zündspulen haben gemeinsam Minus normalerweise. Kommt drauf an, wo man sie kauft, ja. Gut, also kann man auch schon mal hier außerhalb noch extra mit Energie wegnehmen. Naja, so schön, so gut. Ach, da schau her. Manchmal geht es auch los, ohne dass man irgendwas macht. Und sogar in diesem Abstand hier. Naja, jedenfalls der Reed-Switch hier irgendwie nervt er mich. Hey, jetzt geht er die ganze Zeit. Ich habe es nie so lange laufen lassen können. Ja, machen wir jetzt gleich mal einen Langzeittest, wa? Ja, nee, da muss ich irgendwas bauen, dass das hier fixiert bleibt. Das die ganze Zeit mit der Hand halten, das nervt ja. Brauche ich einen anderen Schalter. Die erste Dreiviertelstunde hat es hinter sich. Also jetzt schon eine Dreiviertelstunde am Stück. Mal gucken, wie lange die während 3 AAA-Batterien mitmachen. Die Nacht hat es überstanden. Jetzt geht der Tag wieder los. Und läuft immer noch das Teil. Das ist jetzt schon hammerhart. Jetzt haben wir es so spät. Und guck mal hier. Die fängt auch an mit Blinken. Also entweder der Reed-Switch wandert jetzt so langsam hier hinan. Ja, ich hab nichts dran rumgestellt die ganze Zeit. Oder wird die Batterie jetzt voller? Naja gut, wenn wir schon mal dabei sind beim Langzeittest, da können wir hier noch einen Testkandidaten mit dazu nehmen. 8.53 Uhr Start. Das ist jetzt eine selbstgebastelte Alaun-Kristallzelle. Ne? Einfach nur die Platten, die hier innen drin gewesen sind. Die Dinger hier, ja, das ist jetzt eine Plusplatte. Also die meisten von den Plusplatten sind kaputt gegangen. Hier, das sind die ganzen Plusplatten davon. Aber auch nur Minusplatten. Ja? Funktioniert natürlich. Ne? Hier, die ist zum Beispiel nur minusplattig belegt. Die zwei sind parallel, die ist einzeln, bisschen Schräglast, aber was soll's. Die zwei jetzt jedenfalls in Reihe sind ungefähr bei 4 Volt. Und nochmal kurz hier drauf gucken, dass wir die genaue Zeit haben. 8.54 Uhr, jetzt starten wir die. So, gut. Also hier wieder 12 Volt LED dran. Ja,
Schauen wir mal, wie lange es hält. Okay, das muss man schon festhalten. Moment, kriegst du gleich die Kamera? Jetzt haben wir es. 0 Uhr 21, es ist mal kurz ausgegangen und dann ist es von selber wieder angegangen. Okay, lassen wir so. So, jetzt da es wieder von selbst neu gestartet hat, leuchtet auch die Neonlampe überhaupt gar nicht mehr. Ne? Wieder ein bisschen abwarten. Also, die hat dann fast durchgängig geleuchtet und dann ist die Schwingung abgebrochen. Ja, ich habe schon gedacht, die Batterie ist dann leer und dann ein, zwei Sekunden später, nachdem es aufgehört hat, ist es auch gleich wieder angegangen. Tja, aber hier leuchtet erstmal nichts mehr. Warten wir mal ein bisschen ab. Stativ mit aufbauen, hä? Jetzt ist es wieder ausgegangen. Gucken, ob es wieder von selber angehen möchte. Okay, das war's erstmal. Kurz hat er funktioniert. Aber es funktioniert. Doppelt. Einmal rechts rum, einmal links rum und ein Magnet. Naja, die nächsten Versionen dann jedenfalls. So, wir haben es nun 13.58 Uhr, rennt immer noch. Ja, ich hau mich dann mal pennen. Also ich hau mich dann mal aufs Ohr so rum, kann ja gar nicht mehr sprechen. Und mal gucken, ob es dann immer noch an ist. In 8 Stunden oder so. Gucken wir mal. Jetzt haben wir es früh am Morgen. Das Teil läuft jetzt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wann es ausgegangen ist. Aber so wie man das hier messen kann. Genau. Sind wir hier bei 0,7 Volt. Also das Ding, das lädt sich jetzt langsam wieder auf. Ich habe es jetzt ausgeschalten. Ne? Aber das ist gelaufen mit einer Spannung von unter 0,8 Volt, so wie es hier aussieht. Ne? Sonst wäre es ja schon vorher ausgegangen. Also echt heftig. Mit 4 Volt angefangen. Also mit, ich glaube, damit kann man es jetzt mit 0,7 Volt kann man es nochmal anschwingen. Das wird nichts. Nee. Da kommt nichts mehr. Also wenn es einmal schwingt, dann schwingt es runter bis zu einer echt krassen Voltzahl, bis zu einer sehr, sehr niedrigen. Ja, aber dann, wenn die Selbstschwingung dann mal aufgehört hat, kriegt man sie nochmal zum Starten, wenn die Voltzahl einmal zu weit nieder ist. Also, im Betrieb laufen lassen, solange es geht. Und dann geht das schon. Jetzt habe ich endlich noch eine schöne Verwendung für den Kondensator hier gefunden. Der speist nämlich jetzt hier die Kondensatorbank und wird es über einen mechanischen, richtig mechanischen, ohne Read-Switch diesmal, ne, betriebenen Schalter auf die meine Autobatterie gehauen. Bei 12,61 habe ich vorhin gestartet, also das war vor 2-3 Minuten, jetzt schon bei 12,63. Ey. Das lasse ich erstmal so ein Stück durchlaufen. Ja, der hier hat jetzt USB-Verbindung, ne, also der wird von USB gespeist, das Teil. Und hier sind nur die drei kleinen AAA-Batterien drin. Ich werde das erstmal so lang laufen lassen, wie das Ding hier mitmacht. Ah, ist schon bei 12,64. Coole Sache. So, jetzt ist da wieder 2 Stunden später. Ja, das läuft natürlich noch, das ist ja letztens schon mehr als 4 Stunden durchgelaufen. Und
Das blitzelt auch immer noch nach 2 Stunden Dauerlauf. Geht jetzt immer ein bisschen schwächer. Die Batterie war vorhin schon mal bei 12,66 und ist dann runtergefallen auf 12,63. Ja, für mich ist das dann ein Zeichen, dass sie jetzt richtig Ladung annimmt, ne? Dass jetzt diese Pseudospannung am Anfang, wenn man Batterien lädt, ja, dass sie sich alles eingepegelt hat und da jetzt so richtig Ladung reingeht. So ist meine Interpretation, ne? Ja, aber Fakt ist erstmal, hat es mal wieder einen kurzen Aussetzer gehabt, Fakt ist jedenfalls erstmal, dass die Batterien eher alle gehen, als der Reed-Switch kaputt geht. Also, ich weiß nicht, das ist mein Langzeittest hier, 2 Tage durchlaufen gehabt, fast kein Reed-Switch kaputt gegangen. Hier der Kleine auch nicht. Allerdings, mir hat es dann doch welche zerfetzt. Man muss dann echt gucken, wie das Wickelverhältnis ist. Oh, muss ich aufpassen, wo ich es anfasse. Da habe ich schon so oft einen verwischt bekommen. Ja, da haben wir es mal so gemacht, dass wir eine rechts rumgewickelt haben und eine links rumgewickelt haben. Dann kann man die nämlich mit einem einzigen Magnet hier in der Mitte befeuern. Und ja, plus gemeinsam, minus gemeinsam funktioniert alles. Nur zwei unterschiedliche Kondensatoren müssen es dann sein. Glaube ich zumindest. Ja, und hier, das ist nur 15er Draht. Mit, ich glaube, 3 oder 4 Lagen. Das ist auf alle Fälle zu dünn gewesen. Ich wollte eine 12-Volt-Version machen. Hat auch funktioniert. Leider nur nicht lang. Da war es dann hier vorne richtig schön weiß, weiß glitzernd drin. Und übelst heiß geworden ist es auch. Ne? Also da ist dann die zu wenig Draht drauf gewesen, schätze ich mal. Oder der Draht immer noch zu dick dann. Das hier ist jetzt die Folgeversion davon. Da habe ich es mal ein bisschen mehr Lagen drüber gemacht. Mal gucken, was das bringt. So, dazu aber im nächsten Video. Wie gesagt, Fakt ist erstmal, die Reed-Switch halten.